Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zum Let's Play Ark Valguero. Ohne Netz und Doppelboden, hier wird nichts geschnitten, nichts gecuttet. Ihr seht mich sozusagen live, so wie ich spiele. So, hier haben wir eine schöne halbblaue Schildkröte. Hier haben wir einen blau-weißen Iguanodon. Hi Iggy, Level 55. Ne, dem mobse ich jetzt nicht das Ei, du bist dann immer so böse. Du bist böse, wenn ich das mache. Oh, schon wieder ein Leck. Da fliegt ein Tappi. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Da unten ist ein Tech-Raptor. Hohes Level? 108. Nullo. Naja, es geht so, ne? Ja, das heißt, hier sind wir jetzt relativ sicher. Wir können uns also den Diplo da jetzt schnappen. Kommen auf die Art und Weise an Fleisch. Das ist ein 145er, den brauchen wir im Moment nicht. Wir lassen ihn aber mal noch leben. Fies, ne? Wenn ich so aus dem Hinterhalt ein Tier angreife, was ich überhaupt nicht wehren kann. Da wäre es vielleicht dann sogar besser, den da zu zähmen an der Art und Stelle, wo er ist. Also er ist eigentlich ein Passagiertransporter mit einem ziemlich hohen XP. Mit einem ziemlich hohen HP, aber. Ich habe nicht viele Passagiere im Moment zu transportieren und meine Base Location ist auch nicht groß genug, um da den Diplo hinstellen zu können, dass das optisch vernünftig aussehen würde. So, gegessen habe ich. Weil der Raptor gerade hat mir ordentlich zugesetzt und da musste ich jetzt erstmal meine HP wieder auffrischen. Jetzt springe ich gleich da rein und dann hängt da hinten in der Ecke wahrscheinlich noch ein Fleischfresser fest, der halt sich auch nicht bewegen konnte oder irgendwie sowas. Ja, viel braucht er nicht mehr. Geschehen. Und Fleisch war das Hauptziel. Gucken, ob wir hier ein paar Pfeile noch einsammeln können bei der Gelegenheit. Blüb, blüb. Nö. Gut, dann ohne. Heute sind in dem Fall ein Abfallprodukt, aber gern gesehen, das Abfallprodukt. Nö, den brauche ich auch wieder nicht. Sind ja immer diese Sauropodenknochen. Später für Boss ja, aktuell nein. Ah, gut, dass ihr nicht mitbekommen habt, dass da zwei Meter weiter ich gerade ein Tier erledigt habe. Sonst hättet ihr mir den Loot bestimmt wieder streitig gemacht, wa? Was haben wir denn hier? Na, die machen mir aber jetzt gleich nicht nur den Loot streitig, sondern das Leben zur Hölle. Da renne ich erstmal eine Runde. So, und hier mache ich jetzt den Kampf. Kommt her. Bitte nicht die Waffe weglegen. Ausrüsten ist angesagt. Und los geht's. Das war das erste fliegende Vieh. Na, komm her. Da war's das. Ach nee, das war der Bodenkrabbler. Jetzt schwören können, es würde noch eine fliegende. Hm.
Wo sind denn die anderen? Da waren doch noch ein paar, die über den Boden liefen. Weil ich wollte jetzt den Zement mitnehmen bei der Gelegenheit. Den Chitin, um Zement herzustellen. Da kommt ihr. Los, kommt. Muss euch jetzt allerdings erst durch die Meganeuras hier lotsen. Obwohl, nee, ich könnte das ja entgegengesetzt machen, ne? Und das in diese Richtung machen. Oh, wow. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier Schönes? Ja, du bist ja ein ganz ein Lieber. Fein bist du. 20. Ein 20er Charlie. In Eventfarben. Und zwar wirklich in allen Eventfarben. Rot, weiß und blau. Den werde ich mal holen. Weil dann hätten wir nämlich auch ein Tier, was gleichzeitig Fiber farmt, ne? Der Charlie müsste nämlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein Bärenfresser sein. Und dementsprechend zähmt man den mit Bären. Ja, ich weiß, mit Bären, nicht mit Bären, mit Bären. Zum Carlo wollte ich jetzt eigentlich das Fleisch auch noch wegbringen, ne? Dann mache ich das mal eben. Dann kann der Kleine schon mal anfangen, ein bisschen groß zu werden. Hüpf. Wie sieht's aus? Er baut ab, jawohl. Jetzt leider nicht mehr im Hinterkopf, wie viel der braucht. Waren aber, glaube ich, nicht viel, ne? 30, 40? Ab 40 war das bei dem Kano. Eben wieder schauen. Ja, 35. 35 war das. Kano Sattel. Wir sind in dem Bereich, wo wir uns den Kano Sattel herstellen können. Denn jetzt lohnt es sich. Chance, dass da was. Na, ich werde es nicht sagen. Charlie. Genau, ich gucke mal eben nach dem Charlie. Charlie. Nee, das Charlie, der war mit dem war mit dem Bier. Ach genau, Megatherium. Ich habe den mit dem Megatherium verwechselt. Schau noch mal eben, der Megatherium, der hatte. Ja, genau, Megatherium, der war das. Obwohl der war auch mit Fleisch, aber der farmte nachher Beeren, so rum war das. Ich auch schon durcheinander. Nee, gut, okay, Charlie, dann bleibst du da noch einen Augenblick. Dann kann ich dich leider nicht überreden, zum aktuellen Zeitpunkt zumindest in meinen Treib zu kommen. Rest kommt hier rein. So langsam geht es echt zügig noch. Wenn ihr das merkt, es geht echt zügig voran. Den Platz kann ich da wieder sparen. Den auch und das auch. Das braucht alles nicht. Das kommt in den Müll. Im Futtertrog sammeln sich teilweise echt die kuriosesten Sachen an. Nicht alle, die man wirklich im ersten Augenblick da suchen würde. Werden wir jetzt mal noch ein paar Steine farmen. Ein bisschen Zement herstellen erstmal. So bis der Kanu fertig ist. Also wir kommen jetzt echt schnell voran. Sobald das erste Tier, also das erste farmtaugliche Tier da ist, wird das Spiel echt einfach. Oder sagen wir, nee, na, einfach nicht, aber es wird wesentlich einfacher. Man merkt den Unterschied.
Na, und das finde ich das Schöne, dass die Tiere auch wirklich aufeinander abgestimmt sind. Man hat also kein wirkliches Tier, wo ich sagen würde, du hast das Tier und dann brauchst du kein anderes mehr. Also jedes Tier ist für irgendwas irgendwie nützlich. Leider ist das allerdings nicht mehr ganz so, wie das vor dem Kibble-Rework war, weil ich fand das ursprüngliche Kibble-System wesentlich besser. Da hatte nämlich dann wirklich jedes Tier seine Bewandtnis. Da musste man jedes Tier einmal in die Hand nehmen und gezähmt haben und so weiter, damit man halt High-Level-Tiere für die jeweils wichtigen Tiere dann halt haben konnte, um sich das wertvolle Kibble herzustellen sozusagen. Und mittlerweile braucht man nur noch 5 Tiere, also 5 verschiedene Sorten an Tieren und dann kann man alle Kibble herstellen. Und das finde ich einfach schade. Das nicht ist wieder so ein typisches, wir passen das Spiel der Allgemeinheit an, damit wir noch mehr Leute kriegen, die das Spiel spielen. Oh, 174. 174 in Schwarz. Tech Parasaurier. Überlegung. Nee, aber wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass da ein altbewährtes System einfach so vereinfacht wird. Klar war es nicht gerade einfach in dem Sinne, es war also ein bisschen komplizierter. Aber die hätten, statt das Kibble Rework zu machen, dass die also jetzt ne, alles ein Einheitsbrei draus machen, hätten sie lieber implementieren sollen, dass man im Spiel auch sieht, was man wirklich an Kibble braucht. Also, dass man die Rezepte in den Tieren findet. Das ist ja nach, oder das gab es ja, im Moment gibt es das auch noch, aber ich glaube, das ist jetzt in abgespeckter Form nur noch oder so. Da hat man halt so eine grundlegende Information halt gekriegt, was man braucht. Und das hätte man halt auch anpassen können, dass man sich auf die Art und Weise die Rezepte halt erst erarbeiten muss. Und wenn man die Rezepte gefunden hat, indem man halt Tiere gedroppt hat oder halt dann auch durch Handel mit anderen Spielern das Kibble-Rezept bekommen hat, dann kann man das im Inventar direkt sehen und dann weiß man da, aha, okay, das sind die Rezepte, die ich brauche, das sind die Materialien, die ich für dieses Rezept brauche, um das herzustellen und erst dann kann ich das kochen. Fände ich eine deutlich bessere Variante, weil es auch realistisch ist. Im Moment ist es so, ich bin gezwungen, mehr oder weniger gezwungen, auf eine externe Seite zu gehen, also nicht mehr im Spiel zu bleiben, um mir da die Kibble-Rezepte anzugucken, um die dann im Spiel zu machen. Das passt nicht. Das passt nicht. Ich will doch eine Atmosphäre im Spiel haben und ich will nicht aus dem Spiel raus müssen, um was anderes machen zu müssen. Das ist blöd. Das ist irgendwie nicht durchdacht. Würde mich freuen, wenn ihr dazu mal eure Meinung in den Kommentaren schreibt. Was haltet ihr davon? Einmal alte Kibble-System, neue Kibble-System. Was meint ihr, was ist das? Und dann auch den Vorschlag, den ich gesagt habe, ob das nicht vielleicht die bessere Alternative gewesen wäre. Schreibt mal eure Ideen. Ich freue mich drauf, die Kommentare nachher zu lesen. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt und ob ich da wirklich so weit abliege mit meinen Vorschlägen und Ideen. Gut. Zement wird hergestellt. Narkotics sind wir jetzt sehr wenig. Warum habe ich denn nur noch so wenig Narkotics? Gerade in irgendeine Kiste gepackt. Da hier. Boah. Sammy. Konzentrier dich. Ich werde... Nein, falsch rum. Ich werde jetzt gleich einmal auch eine Kiste machen. Moment, erstmal mache ich uns das hell. Ich werde nachher eine Kiste machen, die dann auch wieder alle Narkotics beinhaltet, beziehungsweise alles, was zum Zähmen eines Dinos vonnöten ist. In der Kiste würde dann halt Pfeil und Bogen oder Armbrust reinkommen, die jeweiligen Darts oder Narko-Pfeile, die normalen Pfeile und halt die Narkotics. So, in der Nacht finde ich den jetzt wieder nicht auf Anhieb. Doch hier. Da, 80%. Sie ist bald fertig. Machen wir nochmal 200 Narkosepunkte drauf. Das dürfte für die letzten 20% reichen, vermute ich. Oh, wir haben noch ein Level up.
Noch ein Level-Up. Wie viele Level-Ups haben wir denn jetzt gerade gemacht? Waren wir 41, als der Narko lag? Und jetzt, als der Kano in Narkose lag, meine Güte, so rum. Und jetzt haben wir wirklich 7 Level gemacht in der Zeit. Das finde ich aber heftig. Wenn man jetzt mal so zurück überlegt, ich weiß nicht, wie viel Folge das jetzt ist. Aber ja, rechnet selber hoch, ne? So wenige Folgen. Für mich, ich finde das als wenige Folgen und sind wir jetzt trotzdem schon Grenze 50. Heftig. Kann ich eigentlich nur sagen, heftig. So, jetzt wollte ich aber erstmal ein riesen Kontingent herstellen an Pfeilen, ne? Weil jetzt haben wir ja keine Schwierigkeiten mehr, an Narkose zu kommen. Und dann stellen wir uns da jetzt einen riesen Vorrat her. Ja, das werde ich jetzt auch als erstes machen. Ich werde jetzt ganz viele Feuersteine sammeln. Das Blöde ist jetzt, wenn ich jetzt auf Feuersteinjagd gehe, seht ihr nichts. Wollte ich vielleicht noch einen Augenblick warten, bis es kurz nach Mitternacht ist. Was blitzt denn da oben? Da ist ein Airdrop wahrscheinlich runtergekommen. Scheint so. Also mitten in der Burg ist wahrscheinlich ein Airdrop runter. Ja, dann warte ich noch eben diesen Augenblick, bis es halt nach Mitternacht ist, es deutlich heller wird. Und dann kann ich halt Flint farmen. Nicht blind farmen, sondern Flint farmen. Währenddessen schaue ich mich mal um. Es wäre natürlich super, wenn wir statt des... ich wechsle mal eben kurz wieder das Thema. Wenn wir statt des Charlies da oben ein Megatherium hätten in Event farmen. Das wäre natürlich Hammer. Das wäre echt cool. Ja, den Parasaurier. Nein, jetzt meine ich den Paracer. Aber ich bin jetzt gedanklich auch wieder genau entgegengesetzt gesprungen. Deswegen gehe ich auch gerade in die Richtung. Unten in der Sumpflandschaft. Da waren ja ganz viele Paracer. Und ein Paracer könnten wir uns auch organisieren. Weil der farmt ziemlich gut für den Anfang, nämlich Stroh. Und dann müssten wir noch unseren Tier suchen, was viel Holz farmt. Biber hätte ich jetzt hier allerdings noch nicht gefunden. Wir sind auch nicht in der Nähe von einem Wüstenbereich. Sonst wäre das noch eine Variante. Achso, ist da der Raptor eigentlich noch bei der Gelegenheit? Schau ich mal. Jo. Und direkt hinter ihm ist Futter gewesen da. 150. Ja. Ja, also wie gesagt, in der Nähe vom Wüstenbereich sind wir auch nicht. Also fallen die Sony Dragons auch weg. Ja. Im Eisgebiet sind wir auch nicht. Das heißt, die Mammuts fallen weg. Mir fällt da gerade nicht sehr viel ein, um welches Tier wir haben könnten. Ich denke mal, dann sollten wir wirklich die Beine in die Hand nehmen. Uns ein schnelles Tier organisieren. Oder, nee, wir haben ja den Kano. Wir können den Kano dann nachher nutzen. Und werden mit dem einfach mal ein bisschen weiter uns von unserer Base entfernt in höher gelegene Gefilde begeben und gucken, ob wir dann Agent finden. Und wenn wir den Agent haben, dann müssen wir den natürlich auch noch irgendwie zähmen. Ich glaube, das wird so in absehbarer Zeit das nächste Projekt, dass wir versuchen, ein Agent unser eigen zu nennen. Schön hell ist es jetzt geworden, muss ich sagen. Das ist immer super cool. Wir sehen was.
So, ich wollte jetzt... nee. Ich wollte mir Beeren holen, weil ich Hunger habe. Das war eigentlich der Hauptgrund. Ich wollte gar nicht irgendwo anders hin. Ich wollte eigentlich nur die Taschen wieder mit Beeren voll machen und jetzt weiter Steine farmen. Ja, Steine. Steine abbauen, um Flint zu farmen, so rum. Für die ganzen Bögen, beziehungsweise für die Pfeile. Ich denke mal, ich werde noch auf den einen oder anderen Baum danach einmal draufhauen müssen, um auch noch Stroh zu organisieren. Aber dann werden erstmal so 300, 400, 500 Pfeile hergestellt. Und dann ein riesiges Kontingent auch an passende Narko-Pfeile. Ah ja, ich bin mal wieder müde vom vielen Arbeiten. Gähn. Gähn, gähn. Wenn der Stein weg ist, werde ich schon mal anfangen, ein paar Pfeile herzustellen. Nein. Warum kann ich denn nur so wenig? Was fehlt denn? Zetsch. Okay, dann werde ich jetzt ein bisschen ein paar Bäume verhauen. Die waren alle böse. Heißt ja nicht umsonst, die Bäume schlagen aus und ich hau zurück. Ne? Wir wollen uns hier nur wehren. Wir wollen ja nicht der Aggressor sein. Vakano müsste aber gleich fertig sein. Das darf da nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, glaube ich. Achso, ich hatte den Kano-Sattel gelernt, aber noch nicht hergestellt, glaube ich, ne? Der war nicht am Mann zu herzustellen. Okay, dann muss ich da in der Werkbank gucken, aber vorher einmal beim Kano vorbeistupsen. Einmal linken, was die Kleine so macht. Hüpf. 88. Ein bisschen braucht sie noch. Ein bisschen braucht sie noch. Dann kann ich jetzt mal den Sattel herstellen. Also gucken, was der zumindest braucht. Obwohl ich das auch am Mann machen kann. Also ich habe die Engramme, könnte ich ja einlesen, aber ich will ja nicht nur die Materialien wissen, sondern bei der Gelegenheit auch dann direkt herstellen. Weil ich hoffe, dass ich alle Materialien wirklich da habe. Erstmal das wieder da reinpacken, was ich im aktuellen Zustand nicht am Mann brauche. Kanosattel. Noch Fiber. Na, das ist doch cool. Und wie viel Metall ist dann weg? Okay, erste Reise wird dann zum Metall sein. Ich hoffe, dass der Kano ein bisschen, also mich und dann das Metall tragen kann. Dann würde ich nämlich ganz gerne mit dem Kano Richtung Metall, weil ich habe kein Metall mehr. Das wäre ungünstig, wenn ich da nicht mehr hätte. So. Jetzt kann ich auf einmal direkt so viele herstellen. Das gefällt mir. Ja, da werde ich mich jetzt nicht großartig bewegen. Das werde ich einmal hier im Stehen machen, weil ich muss ja auch nicht alle Pfeile mitnehmen. Ich bin wieder da. Ich musste gerade einmal an die Tür. Es hat geklingelt.
Das ist so die einzige Überlegung, die ich jetzt mache, wenn solche Pausen passieren, ob ich das vielleicht rausschneide. Weil da ja wirklich nur rumgestanden wird. Aber gut. Ich werde das jetzt erstmal drin lassen. Ihr werdet also hoffentlich in den Kommentaren dann zu schreiben, ob das vonnöten ist oder nicht. Weil das ist das erste Mal aufgefallen. Ich lasse das dementsprechend auch drin. Und so habt ihr mal die Möglichkeit, ein Feedback zu geben. Wobei ich vermute, die einstimmige Meinung wird sein, schneid das raus, weil wenn nichts passiert und ich nichts sage, dann braucht man da auch nicht 2 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten vor einem Bildschirm zu stehen. Wobei jetzt, wo ich das gerade sage, wirklich eine 2, 3 Minuten, wo wirklich gar nichts passiert, das braucht nicht im Video. Also werdet ihr die Pause jetzt gleich nicht sehen, die werde ich rausgeschnitten haben. Ja, in dem Augenblick, wo ich es, wie gesagt, nochmal erzählt habe, habe ich schon gemerkt, wie schwachsinnig das ist, das eigentlich drin zu lassen und ja, dementsprechend. Also es wird rausgeschnitten, ihr bekommt es gar nicht mit. Das ist das Einzige, was ich mir dann wirklich rausnehme, dass ich das in der Nachbearbeitung rausschneide. Wenn ich dran denke. Schauen wir mal rein, wie sieht es hier aus. Dünger ist genug drin und wir können jetzt anfangen in aller Ruhe zu wachsen. Jawohl, das klappt. Das klappt. Steine bräuchte ich jetzt noch oder warum hat er aufgehört herzustellen? Fiber war alle? Jo. Also wenn ich alles gedacht hätte, aber nicht, dass ich keine Pflanzenfasern mehr in der Tasche hätte. Bei aller Liebe nicht. Also das hätte ich nicht gedacht. Alles andere hätte ich vermutet. Aber keine Pflanzenfasern. Weil ich halt weiß, dass ich jede Menge Pflanzenfasern in der Vergangenheit gesammelt habe. Und bin davon ausgegangen, dass ich da auch genug am Mann hatte. Vermute, der Kano wird jetzt gleich fertig sein. Und dann werden wir direkt schauen können, wie das mit dem Metall aussieht. Bei der Gelegenheit reparieren, denn noch können wir nicht verschwenderisch sein. Und brauchen das. So, ein paar Pfeile werde ich aber zur Sicherheit mitnehmen, falls ich mich gegen irgendetwas wehren muss gleich. Denn sobald der fertig ist, das hatte ich ja gerade gesagt, sobald der Kano fertig ist, werde ich versuchen, mit ihm Metallfarmen zu gehen. Wir bräuchten eigentlich dann auch noch einen Steineklopfer und einen Metallklopfer, ne? Ah, wir brauchen noch so viele Tiere. Und dann müssen wir die ganzen Tiere danach auch noch upgraden. Oh, 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 oh. Schöne Sache. Gut, dass ich noch ein paar Narkotiks am Mann hatte. Das wäre jetzt, hallo. Schwitz. Ich dürfte wahrscheinlich nur noch 1 oder 2 Fleischbrocken sein, aber der hatte auch nur 20 Narkose. Also, das wäre jetzt, ja. Knapp geworden. Und das wäre unnütz knapp geworden. Aber nee, zum Metallfarmen, das können wir nicht nutzen. Wir werden ihn mitnehmen, ganz klar, weil er wahrscheinlich gegen die Trodons und so weiter eine bessere Möglichkeit hat, sich zu wehren. Und wir, wenn wir einem Raptor über den Weg laufen, er uns da auch besser beschützen kann. Da ist er fertig. Da ist er fertig. Jubi! Wir haben einen Kano, wir haben einen Kano. Ja, und dann gehen wir jetzt Metallfarmen. Doch, wie der Weg dahin ist, ob alles funktioniert, das seht ihr im nächsten Video. Bis dahin, freue mich drauf. Tschüss.